Hallo, ich bin Mike Schnabel aus dem Fichtelgebirge, Zahntechnikermeister im Ruhestand. Habe mich entschieden, 4 Wochen hier in Bolivien bei FCSM ein bisschen Zahntechnik zu machen und möchte euch jetzt mal mein Refugium zeigen, damit ihr habt euch ja dafür interessiert, mal seht, was auf einigermaßen auf euch zukommt, was ich so jetzt in den ersten 14 Tagen gesehen und gelernt habe. Okay, dann fangen wir mal hier an. Das ist ein bisschen so ein Materialschrank. Verschiedene Kunststoffteile. Kunststoff gibt es jede Menge. Wichtig sind natürlich Zähne, weil hier werden viele, fast ausschließlich solche Teilprothesen gemacht mit gebogenen Klammern. Also was man braucht, ist Klammerdraht, Zähne und Kunststoff. Und ihr seht, unten drunter unter dem Wachs sind lichthärtende Kunststoffplatten, die auch vorhanden sind. Das zeige ich euch noch. Unten kurz reingeschaut. Das ist für die Abdruckdesinfektion. Und für die Löffel zum Saubermachen noch ein paar Kunststoffsachen. Ja, Zähne habe ich euch gezeigt. Hier habe ich mal versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ist schwierig. Zähne sind sehr viel da. Ich habe jetzt von A nach D versucht, alles zu ordnen mit Frontzahn und untere Front- und Seitenzähne. Manches sind sehr viel vorhanden, manches gar nicht. Aber hier ist noch wesentlich mehr Auswahl an Zähnen. Auch hier ist noch ein Zahnfach. Sind halt teilweise alte Zähne, die, wenn man die Okklusion etwas einschleift, geht ein bisschen die Farbe verloren. Ja, hier seht also, Kunststoff braucht da keine mitnehmen. Da ist genügend vorhanden. Das dauert wahrscheinlich noch ein halbes, dreiviertel Jahr, bis da mal wieder Bedarf ist, aber es wird viel gebraucht. Ja, Poliereinheit ist mir versprochen worden, dass eine neue herkommt, weil die eine Spindel ist eigentlich fast nicht mehr da. Er hat nur eine Geschwindigkeit, aber man ist dran jetzt. Vielleicht, wenn du da bist, ist schon ein neuer Poliermotor da. Ansonsten Bimsstein, Polierpaste, wie gewohnt. Ja, hier habe ich gerade einen Zahn rausgesucht, dann lasse ich das Fach immer gerne mal raus, wenn ich den Restzahn wieder reingeben will. Jo, dann haben wir hier das Lichthärtegerät für die Löffel, einfach zu bedienen. Nehmen wir mal die Schubladen durch. Bohrer für den Kunststoffbereich eigentlich genügend vorhanden, sollte aber von jedem so das private Bohrerzeug sollte eigentlich mitgebracht werden, hauptsächlich für den Zahnhalsschnitt. Da ist wenig vorhanden. Ja, schauen wir hier rein. Also hier haben wir Sekundenkleber, jede Menge Klammerkreuze, solche Bügel sehe ich bei alten Prothesen gern eingearbeitet. Ich mache es nicht. Ich denke, die brechen eher, wenn die Bügel drin sind. Außerdem ist es keine schöne Arbeit. Ja, hier ist noch ein Handstück zum Auswechseln. Ja, die Schubladen sind voll, hat sich natürlich über die Jahre immer einiges angesammelt. Hier sind die lichthärtenden Platten drin. Also wenn ihr kommt und alles mal durchschaut, dann seid ihr relativ schnell fündig geworden. Wichtigstes Teil ist natürlich unser Drucktopf. Der hat keine Heizung. Immer warm Wasser daneben, sonst wird euch der Kunststoff nicht richtig hart. Aber das wisst ihr ja. Jo, so, da habe ich gerade was ausgebessert. Gut. Aber der Wasserkocher steht nebenbei. Einschalten dauert halbe Minute. Ja,
schönstes Teil mit ist unser Dampfstrahler. Sehr wichtig, braucht man bei jedem Handgriff. Das Teil hier schaut zwar schmuddelig aus, kriegt man aber mit einer Füllung von dem Wasserkocher relativ schnell und schön sauber. Ja, das kennt jeder, brauche ich nicht erklären. Ja, hier ist ein bisschen was zum Reinigen. Da oben sind die Unterfütterungsgeräte. Das ist mein Gipsvorrat. Hauptsächlich arbeite ich mit dem gelben Gips. Da kriege ich jetzt einen neuen, weil ich glaube, dass der relativ alt ist. Ist qualitätsmäßig nicht der beste, aber das kann am Alter liegen. Reinigungsbad für die Löffel. Trimmer, alles klar. Hier ist das Absaugbecken und so weiter. Das haben wir ja schon besprochen. Jo, dann gehe ich mal über meinen Arbeitsplatz. Den haben wir auch schon gesehen. Und hier Luft an jedem Arbeitsplatz. Auch hier ist eine Luft. Braucht man immer mal. Und der Kompressor ist ein Stockwerk tiefer. Den macht man halt jede Nacht aus, damit das nicht die ganze Nacht dröhnt. Ja, wichtig, Klammerdrähte in genügenden Stärken vorhanden. Wer sein spezielles Sandpapier braucht, soll das mitbringen. Ich komme mit dem ganz gut zurecht. Habe mir noch ein bisschen feineres mitgebracht. Das hilft ganz gut. Ja, da unten hat man noch ein bisschen Wachs und ein bisschen Wachs für die Bissnamen. Ja, das ist jetzt gerade aus der Praxis gekommen. Die Bissnamen. Und habe ich mir immer in Rot meinen Termin draufgeschrieben. Ja, das war es soweit. Also, freut mich, was ihr euch für das Abenteuer entschieden habt. Versucht mal drüber nachzudenken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine Riesenerfahrung und macht Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und auch hier diesen Bolivianern zu helfen. Sie sind sehr dankbar und sehr glücklich, wenn sie solche Sachen gemacht kriegen, weil es ist hier ganz schlecht, sowas zu bekommen. Also, macht's gut!